Ich kotze im Strahl, Leute. 0-1 gegen Paderborn zu Hause. Ein Team, was noch nichts auswärts geholt hat. Ach kommt, Leute. Geht irgendwie Kühe melken oder tut irgendwas, was euch dann vielleicht mehr Spaß macht, als an so einem zweiten Adventstag Fußball zu spielen. Aber was Werder irgendwie gegen Paderborn da auf den Platz gebracht hat, das war ungefähr so richtig beschissen, bescheiden. Das siehst du in der Kreisklasse genauso schlecht am Wochenende. Dann kann ich mir auch da so ein Spiel für 2 Euro angucken. Das ist unfassbar, wie man nach einem durchaus glücklichen Sieg in Wolfsburg, wo du denkst, du hast was mitgenommen, du hast ein bisschen wieder Energie getankt, auch positive mentale Energie getankt, kommst du in ein Heimspiel gegen Paderborn, ey, und du packst dir an den Kopf und denkst, du musst das doch gewinnen. Und dann hast du auch noch relativ einfache andere Spiele bis auf Bayern und dann stolperst du über so einen Gegner. Nicht, weil der irgendwie am Ende dieses komische 1:0 macht, wo dann irgendwie der Videoschiedsrichter oder der Videokeller in Köln entscheidet, es war kein Abseits. Du verlierst dieses Spiel dann einfach, weil du wieder nicht zwingend genug bist. Erste Halbzeit Totalausfall. Also wie kann das sein, auch wenn auch diese Chance von Klaassen, natürlich kann und muss man den vielleicht machen, aber das sind alles so Zufallsprodukte gewesen. Also null zwingend in den Situationen. Auch Paderborn kam immer wieder zu gefährlicher Entlastung. Sie kam immer einfach über wenig Stationen dazu, mit Tempo anzulaufen. Das darf doch nicht sein. Das war ein Heimspiel gegen Paderborn, Leute. Das war ein Heimspiel gegen Paderborn. Und du lässt halt einfach im eigenen Stadion irgendwie zu keinem Zeitpunkt erkennen, Alter, wir gewinnen dieses Spiel. Auch diese Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Ja, toll, Alter. Dann hatten wir ein bisschen mehr Ballbesitz. Wir hatten ein bisschen mehr Stafetten mal drin, aber wieder null zwingt nach vorne. Null, wirklich. Also es kann doch nicht sein, dass du diesen Gegner so auf die leichte Schulter genommen haben musst, dass du da wirklich es nicht hinkriegst, Paderborn zu dominieren im eigenen Stadion. Das ist das erste Mal, dass sie auswärts gewonnen haben in dieser Saison. Das ist der erste Auswärtssieg von Paderborn. Und natürlich, zweiter Advent. Werder verteilt Geschenke, ey. Tag der offenen Tür hier. Mein Nikolaus-Sack ist ja groß genug. Nehmt euch Punkte so viele, wie ihr wollt. Wir brauchen in Bremen ja anscheinend keine. Also das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Also, wie ich eingangs gesagt habe, ich kotze im Strahl. Ich könnte den ganzen Abend weiter im Strahl kotzen. Rege mich extrem auf über dieses Spiel und finde bei solchen Spielen auch keine positiven Aspekte. Also das ist irgendwie, das ist verdammt scheiße. Das ist irgendwie schwer zu verdauen, verarbeiten, zu verstehen nach der letzten Woche, dass du jetzt wieder so spielerisch komplett gegen Null abfällst. Also das geht mir in den Kopf nicht rein, warum die Spieler das dann irgendwie nicht ein zweites Mal auf den Platz getragen kriegen. Und ich meine damit nicht ein zweites Mal irgendwie gut zu spielen, weil so zwingend gut waren sie ja auch nicht in Wolfsburg. Aber ein zweites Mal so zwingend diesen Sieg zu wollen. Und das hatte ich heute zu keinem Zeitpunkt das Gefühl. Und so, Leute, ganz ehrlich, ich weiß, ich sträube mich da auch immer so ein bisschen vor. Aber wenn Werder so Spiele verliert und so Spiele spielt, dann brauchen wir obere Tabellenregionen irgendwie nicht in den Mund zu nehmen und auszusprechen, anzusprechen, es uns zu wünschen. Natürlich gibt der Kader mehr her, aber der Kader gibt aktuell dann doch nicht wiederum mehr her, wenn es die Spieler nicht auf den Platz bringen, wenn du es halt irgendwie taktisch, spielerisch nicht umsetzen kannst, wenn du es nicht in den Köpfen hast, was du kannst, dann ist es scheißegal, wie gut die Einzelspieler sind. Im Moment sind wir absolute untere Tabellenhälfte der Liga und stehen vollkommen zurecht da, wo wir stehen. Und wenn da jetzt irgendwie nicht mal irgendwie so ein Klick-Ding kommt und ich erwarte halt leider auch eine Trotzreaktion von den Bayern im nächsten Spiel, dann ja, wird es eine harte Weihnachtszeit. Und das wiederum ist sehr schade, weil es einfach nicht nötig war. Und ich habe es Anfang der Saison immer wieder gesagt und auch verteidigt, die ganzen Verletzungen, das spielt alles mit rein. Aber jetzt so die letzten Wochen, es ist halt einfach so ein spielerischer Abfall wieder da gewesen und das regt mich einfach so auf. Und dass du dann solche Gegner, wo du trotzdem das klar bessere Team sein musst, nicht gewinnst, zu sehr auf die einfache Schulter nimmst und das kann nicht sein. Sorry, Leute. Also das war heute großartig peinlich. Da wird sich Fußball-Deutschland irgendwie einen Ast abgelacht haben. Da werden sich Hamburger einen Ast abgelacht haben, obwohl sie ihr Freitagsspiel verloren haben, haben wir ihnen den Sonntagabend gerettet. Bitteschön, haben wir gerne gemacht. Nicht, aber bevor ich mich hier weiter in Rage rede, Leute, das war gar nichts. Ja. Und keine Ahnung, was noch bis zum Ende der Hinrunde zu erwarten ist. Wir lassen uns einfach überraschen, denn großartig beeinflussen können wir es eh nicht.
Ciao.